Ja, guten Tag, liebe Kollegen. Ich begrüße euch zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Wien-Wiesbaden. Einen Tag früher als gewohnt, auf Wunsch der Zeitungskollegen, weil am Sonntag ja keine Zeitung erscheint und deswegen die Morie-PK, naja, nicht so ganz sinnvoll wäre, zumindest für die Berichterstattung dann. Also heute, wenn er, weil sie die Minute hat Platz genommen, kommt quasi direkt vom Training, wird uns möglicherweise über die Personalien informieren, um dann eure Fragen zu beantworten. Platzi, bitte sehr. Das ist schon gut. Ja, war, sage ich, gerade, wir haben immer diese vier, fünf Spieler, der hatte Verletzung mit Garbocewski, mit Seitz, ja, mit Sven, Michael. Könnte ich keiner von diesen drei in dieser Woche zu haben, trotz dem Training. Breikreuz ist zurück, hat er am Montag mit uns trainiert, schmerzfrei. Die anderen Spieler sind fit oder topfit, sage ich. Gut, dann kann es schon losgehen mit den Fragen, denke ich. Ja, vielleicht ein bisschen was zum Gegner. Wien-Wiesbaden, eine Mannschaft, die ja, glaube ich, auch was anderes vorhatte, als jetzt im Tabellenkeller zu stehen. Wie ist die Ausgangslage da aus Ihrer Sicht? Eine gute Mannschaft. Ich habe schon mit Riedle zweimal schon per Video. Wiesbaden gehört, wir haben von unserem Scout auch diese Analyse, ja, von den letzten zwei Spielern, wie die anderen und in Rostock. Ja. Eine gute Mannschaft. So sind stark, außer es ist nicht so stark, ja. Aber noch einmal, legt nur auf uns. Auf Sonntag, weil wir müssen erst einmal auf unsere Spiele konzentrieren. Ja. Weil meine Meinung ist, auch wenn wir wissen, fast alle über unsere Gegner, wenn du magst nicht dein Spiel, was wir wollen, Sonntag, das bringt mich, ja. Noch einmal, wir sind gut vorbereitet und natürlich, wir wollen alle drei Punkte Sonntag, ist keine Frage. Wie wichtig ist dieses Spiel aus deiner Sicht, das erste Heimspiel für dich als Trainer bei Energie? Sehr wichtig, ja, weil wir sind, wo wir sind, ja, momentan, auf der Tabelle, ja, und es ist ein 6-Punkte-Spiel mit einem Sieg, wir könnten 12 Punkte machen und wir sollen bleiben mit 11 Punkten, ja, und das ist ganz wichtig. Alle Spieler sind wichtig, aber immer der Erste ist der Wichtigste, ja, der Nächste. Platz, hast du Gründe oder deine Mannschaft umzustellen gegenüber Magdeburg, wo ja ganz ordentlich gespielt wurde, durch den falschen Pfiff praktisch noch 2 Punkte verloren gegangen sind? Hast du, oder willst du ähnlich starten wie gegen Magdeburg? Mal sehen, ja. Es sind nur 3 Tage bis Sonntag. Kann viel passieren. Ich hoffe, passiert nicht schlecht, nur gute Sache, ja. Aber wie du hast gesagt, wir haben gut gespielt in Magdeburg, wir waren solide, ja. Schade für diese Elfmeter in 92. Minute, ja, noch einmal. Aber ja, so ist Fußball, wir müssen mal weitermachen. War auch positive Dinge, ja, da kann es nur wie 1-2-1, ja, wir haben diese riesige Chance, 3-1 zu machen bei Holz, ja. Aber denke ich, das Spiel war positiv. Die drei Namen, die du vorhin genannt hast, Gabuschewski, Michel zum Beispiel, sind absolut aussichtslos fürs Wochenende, ja? Ja, ja. Und wie lange glaubst du, dass die beiden, oder eigentlich alle drei, da noch fehlen? War du ja noch mit dabei? Sven mag morgen noch eine MRT, ja, im Krankenhaus und wir müssen abwarten. Bei Gabuschewski, das, wir wissen noch nicht, ich habe heute mit beiden Physio gesprochen. Da auch noch, ja. Natürlich ist beide, sage ich über diese beiden, es ist guter Fußball, kann uns helfen, aber noch einmal, wir haben eine Karte für 23 Spieler und wer Sonntag auf der Platz kommt, ja, muss seine Job machen. Nochmal auf das letzte Spiel zurückzukommen, wir haben gerade schon davon geredet, dass es ja unglücklich oder fast schon dramatisch war, dieses Tor dann noch zu kriegen zum Schluss. Wie ist denn die Mannschaft damit umgegangen? Waren die Köpfe da sehr unten oder musstest du da
groß reden, hast du auch gerade gesagt, der Schiedsrichter entschuldigt sich hinterher, was ja keinem hilft, überhaupt keinem hilft. Hilft so eine Aussage dann auch den Spielern oder macht es den Frust eigentlich nur noch schlimmer? Natürlich war, sage ich, nervös, sage ich, der Mannschaft war oder Spieler war nervös nach dem Spiel, aber ich habe schon nächsten Tag mit der Mannschaft gesprochen. Wir müssen weitermachen, noch einmal. War viel positive Sache. Dürfen nicht passieren, ein Fehler wie bei der ersten Tor, ja, was Zedek hat gemacht, ich habe auch mit ihm gesprochen. Ja. Ein Ehrmeter, 92. Minute, ja. Sage ich, ich habe auch mit Herrn Meier nach dem Spiel, hat er Entschuldigung bei mir, aber das bringt nicht weit. Ich bin nach Cottbus hingefahren mit 2 Punkten weniger, ja. Aber wir sind bereit, weiterzumachen und der erste ist Sonntag, ja, der erste Schiff. Wir müssen einfach auf den Platz gehen, sollen, um das Spiel zu gewinnen. Das habe ich gar nicht verloren, macht noch jemand? Überbrückmann. Fehlen mir noch ein paar andere Fragen. Wir haben es vorhin schon ein bisschen angedeutet, das ist ja jetzt das erste Spiel für Sie als Trainer von Energie Cottbus. Und man sieht es ja auch, das Interesse ist groß, die Fans auch beim ersten Training letzte Woche mit vielen Bildern und so. Ist das für dich ja auch ein bisschen was Besonderes, jetzt hier zurückzukehren auf den Rasen, den man als Spieler einst verlassen hat? Natürlich, das ist das erste, mein Heimspiel, sage ich ja, unsere Fans. Bestimmt, nur mit der Emotion, ja, 14 Uhr, aber noch einmal, der Wichtige sind die 3 Punkte, was ist ganz wichtig für uns, weil wir müssen schnell wie möglich aus dieser Situation rauskommen, habe ich gesagt. Also genau eine Woche trainierst du die Mannschaft jetzt, wie bist du mit dem Engagement der Spieler zufrieden, mit dem Einsatz im Training, der Intensität, wie sie trainieren, ist das okay oder sagst du, da sind noch Reserven? Nee. Die Jungs haben gut gemacht, ja, in der letzten Woche, auch in dieser Woche. Wir müssen natürlich weiter hart trainieren, ja, aber bis jetzt, ganz ehrlich, habe ich kein Problem mit keiner gehabt. Ich hoffe auch in Zukunft. Die Jungs hat gut reagiert und wir trainieren hart, so müssen wir trainieren. Aber noch einmal, der Wichtige ist immer, wenn das Spiel kommt, Sonntag, ja. Man hat ja in Magdeburg schon deine Handschrift gesehen, die Mannschaft steht jetzt doch etwas defensiver als davor. Warum ist das aus deiner Sicht in der jetzigen Situation, sag ich mal, so die zielführendere Spielidee? Ich spiele immer so, egal, manchmal spiele ich, okay, zu Hause vielleicht will ich andere spielen, aber ich will immer eine stabile Mannschaft haben auf dem Platz, ja, weniger Gegentore, ja, das ist mein Stil, meine Philosophie, ja, weil in der Mannschaft, wir haben gute Offensivspieler, ja, wir können jeden Moment Tor machen sollen, ja. Natürlich, Sonntag zu Hause. Sicher, wir spielen ganz andere wie in Magdeburg, ja. Aber vergessen nicht die Stabilität, ja. Die kompakte Mannschaft. Will ich immer eine kompakte und die Stabilität in Abwehr zu haben, erst einmal. Hast du Cedric Mbala nach seinem groben Patzer zum 0-1 den Kopf gewaschen oder hast du ihn wieder aufgebaut? Ich habe auch gebaut, ja. Ich habe zu ihm gesagt, nächster Tag im Training. Jeden kann einen Fehler machen. Ich akzeptiere das, aber das weiter bestrafe ich 1000 oder 2000 Euro. Ja. Nein, er muss wissen, aber nicht nur er, der andere Spieler auch. In 30 Metern mache ich kein Risiko. Habe ich zu ihm gesagt, wenn Ramos oder Pepe von Real Madrid oder Piqué schießt über die Tribüne, dieser Ball in 30 Metern, er muss auch das machen. Ist kein Problem. Hat sie das gerade schon gesagt, dass die Mannschaft das ja akzeptiert hat, so, dass es jetzt so eine doch deutlich andere Trainingsart gibt, was die Intensität betrifft, auch die Länge der Einheiten, einschließlich des morgendlichen Treffs da zum Frühstück und so weiter. Glaubst du denn, dass die Mannschaft speziell dann davon getragen wird und es deshalb auch akzeptiert, wenn sich Erfolge einstellen? Den ersten Teilerfolg haben wir in Magdeburg schon miterleben können.
Denn sie wollen natürlich auch wissen, lohnt sich das, wenn wir uns hier schinden und machen und doch sehr intensiv, ich will jetzt nicht gleich wieder Geier zitieren, aber du weißt, was ich meine, dieses doch sehr, sehr intensive Trainieren, da will man hinterher auch was davon haben, nämlich Ergebnisse. Kannst du dir vorstellen, dass es, wir wollen das nicht hoffen, aber dass da ausschließlich von Ergebnissen abhängig ist, natürlich, dass man zeigt, es geht? Natürlich, wenn die Jungs lernen, wir trainieren hart und wir haben auch Erfolg, ja? Ist ganz andere, ja, weil wir können intensiv trainieren, ja, jeden Tag, wenn am Wochenende bin ich hart, wir haben keinen Erfolg, ja, aber ohne hart hast du keinen Erfolg. Das kommt, vielleicht kommt nicht in den nächsten zwei, drei Tagen, aber wahrscheinlich nach zwei Wochen, drei Wochen, einem Monat kommt 100%. Ich weiß, von meiner Erfahrung jetzt in Rumänien, auch von Anfang bei Cefere zum Beispiel, Klusch, erste vier, fünf Spiele habe ich keinen Erfolg gehabt, aber wir haben weiter hart arbeiten und der Erfolg war da. Das Potenzial ist da, ja. Noch einmal, ich habe gute Spieler, der hat zu verfluchen und ich bin sicher zusammen, wenn wir weitermachen, so wie letzte Woche, wie diese Tage, der Erfolg kommt 100%. Kannst du denn deine Trainingspläne von Rumänien hier 1:1 übernehmen und hier mit den Spielern der dritten Liga in Deutschland auch so durchziehen? Oder hängt das auch mit der Qualität von Spielern zusammen, wo man dosieren muss eventuell? Da muss ich nicht dosieren. Die Mannschaft hat Qualität, ja. Weil auch in Klusch, auch hier sind Spieler mit großer Qualität, ja. Und ich kann dieses Training machen, was ich aber bei Cefere oder bei Tirgomonisch hier lockere machen. Weil sie sind rezeptiv, die Jungs, ja. Ich habe intelligente Fußballer in der Mannschaft und ich sehe kein Problem. Das ist kein Problem. Thorsten Matuschka hat in Magdeburg gezeigt, wie wertvoll er für die Mannschaft sein kann. Selbst ein Tor geschossen und vorbereitet und so weiter. Heißt das für ihn, dass er auf jeden Fall gegen Wiesbaden wieder in der Anfangsformation steht oder planst du anders? Normalerweise wird passieren nichts mit ihm im Spiel. Durch ist ein guter Fußballer. Ja, ein Korbus, er weiß Bescheid in dieser Situation, wie muss er reagieren, ja. Hat er gut gespielt, zweite Halbzeit, sage ich auch, erste Halbzeit. Ist hart genug, ja, hat er Erfahrung, ja, und bin ich sicher, wenn er weiter machen soll, wie jetzt in den letzten Tagen, er spielt noch länger hier bei uns. Wir brauchen ihn, er braucht uns, ja, und zusammen wir können einen guten Job machen, auch dieses Jahr, nächstes Jahr, ja, aber die beste Linie liegt aus ihm, natürlich, ja. Es gab in dieser Woche so einen Schlagabtausch zwischen Energie Cottbus und deinem ehemaligen Mitspieler Christian Beek. Wie hast du das so wahrgenommen? Ich will das nicht kommentieren. Ich habe mit Christian zusammen gespielt ein paar Jahre. Ich bin hier vor einer langen Zeit. Ja. Ich will nicht kommentieren, diese Sache. Da war kurz was anderes. Heute Nachmittag werden Karten verkauft bei Energie Cottbus. Du hilfst dabei. Wie kam die Idee und wie muss man sich das dann nachher vorstellen? Ich habe mit Lars und mit Herr Kotter, aber das habe ich auch in Rumänien gemacht, ja. Wir machen gerne, der Trainer macht wir gerne in Rumänien das. Ja, ist ein Autogramm, ja, reden mit den Fans, denke ich, ist sehr gut, ja. Wenn du kommunizierst, bist auch der Fans, nicht nur auch der Rasen und andere Tribüne oder der Stadt, auch hier, ja. Ich habe genug Zeit, bin ich alleine, ja. Hab ich kein Problem. Das freut mich, mit den Fans ein bisschen kommunizieren auch da. Mit einem Autogramm, Karte verkaufen, vielleicht 1000, heute auf Mars 5 sind 5000 Euro, kann ich mit 5000 nach Hause gehen und kommen. Hast du das in Rumänien gemacht, weil ihr keinen hatte, der Karten verkauft hat? Oder war nee, wir waren 2000-3000 in dieser Tag. Nein, aber wir machen gerne das. Warum nicht? Aber nicht im Kassenhäuschen, ne? Richtig draußen. Daneben, ja. Nee, Mann, ja. Schöner Wetter, 20 Grad.
Gut, alles geklärt. Ich sehe zumindest keine weiteren Fragen. Ja, dann bedanke ich mich. Drückt uns die Daumen für Sonntag. Dann sehen wir uns im Stadion pünktlich und hoffentlich gemeinsam. Dankeschön.